Hallo zusammen. So, wir sind bei Teil 3 meiner Geschichte angekommen. Heute möchte ich gerne darüber ein bisschen erzählen, wie ich mich quasi zurück ins normale Leben gekämpft habe. Beim Teil 2 hatten wir ja aufgehört, dass ich mich eingelesen habe in Nahrungsergänzungsmittel und Gelattherapie. Ich habe und nehme immer noch einige Nahrungsergänzungsmittel, falls es euch interessiert. Welche, in welcher Dosis, kann ich da gerne mal separat ein Video drüber machen. Schreibt das dann einfach in die Kommentare oder liked das Video. Dann wird es auf jeden Fall zukünftig noch ein paar Videos geben. Ansonsten, wie gesagt, habe ich ein paar Nahrungsergänzungsmittel genommen. Nehme sie auch immer noch. Unter anderem nehme ich aber auch das Phospholipid-Komplex von BioBody. Ist nicht ganz günstig, aber ist gut für die Mitochondrien. Und ich versuche im Moment oder habe ja alles versucht, um meinem Körper was Gutes zu tun, um voranzukommen und mich wieder besser zu fühlen. Ja. Ich habe mich dann also in die Gelattherapie eingelesen und habe dann für mich einfach beschlossen, okay, Chaga, das ziehe ich durch. Ich hatte natürlich großen Respekt, auch etwas Angst, muss ich dazu sagen, weil die Gelattherapie natürlich auch einige Nebenwirkungen haben kann. Allerdings war ich mir sicher, ich muss irgendwas tun, bevor mein Zustand sich halt einfach verschlechtert oder es chronifiziert, und habe dann gedacht, ich probiere es aus. Meine ersten Gelattherapien habe ich dann mit dem sogenannten EDTA gemacht. Das waren 5 an der Zahl. Nach der Gelattherapie war das immer so, dass ich mich doch recht müde, abgeschlagen gefühlt habe. Also ich habe grundsätzlich geschlafen nach der Gelattherapie. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Schwindel wurde mehr. Es fehlte einfach so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es hilft mir. Wir sind noch beim EDTA. Ich finde, man hat in der Corona-Zeit und der Pandemie, also, oder nicht man, sondern ich habe da so ein gewisses Gefühl entwickelt, was ich vorher nicht so stark gemerkt habe. Ich glaube, ich kann besser abschätzen, auf mein Bauchgefühl zu hören und habe einfach gemerkt, okay, ich muss da was anderes machen. In der Gruppe hatte ich natürlich gelesen, dass das sogenannte DTPA der stärkste Gelator aktuell ist, den man bei Gadolinium nehmen kann. Und so fasste ich dann den Entschluss, damit weiterzumachen. Bei der ersten Infusion merkte ich schon sehr, sehr stark, dass es anders ist. Also, es ging mir nach der Gelattherapie erstmal eigentlich ganz gut, ein paar Stunden. Und dann merkte ich immer, dass ich einen sehr starken Einbruch bekommen habe. Meine Symptome kamen extrem stark zurück. Ich konnte nicht mehr schlafen nachts. Ich hatte wieder dieses Vibrieren im Körper. Und habe dann einfach gemerkt, okay, das zieht extrem viel Energie und viel Kraft aus mir. Es pegelte sich dann ein nach 1, 2, 3, 4, 5 Tagen, aber eben ich merkte, der Körper braucht sehr viel Energie, um diese Entgiftung einfach durchzuführen. Ich habe mich dann mit ein paar Gruppenmitgliedern zusammengeschlossen, mit meinem Heilpraktiker gesprochen und für mich selber einfach entschieden, dass ich die Pausen, die eigentlich empfohlen
empfohlen werden, von einer Woche verlängern werde. Und zwar so lange verlängern werde, bis ich merke, ich habe wieder Energie geschöpft und kann neu starten. Ich merkte dann bei den nächsten Therapien, dass es definitiv der richtige Weg war. Man musste auf sich selber hören und dann funktioniert das alles auch viel besser. Ich habe dann auch sogenannte Mitoinfusionen bekommen nach der Gelattherapie, damit einfach die ganzen Stoffe, die mit rausgezogen werden, die aber eigentlich drinnen bleiben sollten, wieder aufgefrischt werden. Ich habe natürlich dann zwischen den Gelattherapien auch wieder sämtliche Nahrungsergänzungsmittel genommen, die genau das wieder auffüllen. Und bin dann vor kurzem mit meiner 10. Gelattherapie dann fertig geworden und möchte da ein kleines Resümee draus ziehen. Und zwar geht es mir besser. Ich kann sagen, es war der richtige Weg. Für mich war es der richtige Weg. Ich möchte hier niemanden eine Empfehlung aussprechen, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Ich möchte lediglich darüber berichten, was mir geholfen hat und welchen Weg ich gegangen bin. Mir hat es geholfen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Nichtsdestotrotz, möchte ich trotz alledem nochmal betonen, wie schlimm ich das finde, dass man das alles selber bezahlen muss, man keinerlei Anerkennung von irgendjemand bekommt, sei es von Krankenkassen, sei es von Rentenversicherungen, sei es sonst noch irgendwas. Ich bin seit über 7 Monaten arbeitsunfähig und noch lange nicht wieder arbeitsfähig. Dementsprechend sieht mein Kontostand natürlich auch aus. Die Gelattherapie, die Nahrungsergänzungsmittel, sämtliche Blut- und Urinuntersuchungen haben mich um die 4.000 € bis jetzt gekostet. Mein Gespartes dafür ist aufgebraucht. Ich kann also aktuell auch nicht weitermachen mit der Gelattherapie. Ja, und ich kann es beweisen, schwarz auf weiß, dass die Gelattherapie was gebracht hat. Also es ist deutlich Gadolinium aus meinem Urin raus, beziehungsweise aus meinem Körper durch den Urin raus. Und nichtsdestotrotz wird nichts davon bezahlt, obwohl man den Radiologen theoretisch in die Verantwortung ziehen müsste, da in meinem Fall eindeutig nicht so gehandelt worden ist, wie es von Dotarem auch empfohlen wird. Man sollte nicht 2 Tage hintereinander Kontrastmittel bekommen und zudem war auch noch meine Dosis zu hoch. Von daher sehe ich das schon deutlich in der Verantwortung der Radiologin. Aber man steht alleine da. Es ist wie mit anderen Patienten, die durch Antibiotika oder durch Impfungen oder durch Ärztefehler schwer krank geworden sind und alleine mit ihren Problemen stehen. Man kann einfach nichts machen. Man erhält nirgends Hilfe. Und deshalb war mein Weg einfach in die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, dass es vielen Leuten einfach erspart geblieben ist. Ja, das ist jetzt wie gesagt das dritte Video. Das erste Video wurde doch relativ häufig angeklickt. Das zweite noch nicht so. Von meiner Seite aus war es das jetzt erstmal. Wenn ich merke, dass der Andrang doch recht hoch ist und die Leute sich das wünschen, dass ich weiter berichte, mir einen Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren, sich meine Videos angucken, dann wird es definitiv Fortsetzungen geben über sogenannte Nahrungsergänzungsmittel, über Mitochondrien, über meinen weiteren Weg, über so einige Dinge. Und bis dann möchte ich mich auf jeden Fall erstmal ganz, ganz doll bedanken bei denen, die alle meine Videos gesehen haben. Und hoffe, dass ihr alle wieder so gesund werdet, dass euer Leben wieder lebenswert ist.